Hi Leute und willkommen bei Ambumidi TV. Ja, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch und zwar geht es um Geschichten im Rettungsdienst. Jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, nicht nur im Rettungsdienst, generell, der mit Menschen arbeitet, wird ja so seine speziellen Geschichten im Laufe der Jahre erlebt haben. Und ich arbeite jetzt auch mittlerweile seit 13 Jahren im Rettungsdienst und habe in dieser Zeit auch viele lustige, skurrile, nachdenkliche Geschichten über, nicht nur überlebt, die auch erlebt. Und es gibt halt so die ein oder andere Geschichte, die einem im Gedächtnis bleibt, weil man da halt was ganz Besonderes erlebt hat. Und ein paar dieser Geschichten möchte ich euch heute in diesem Video erzählen. Also viel Spaß dabei. Wenn ich einen interessanten Einsatz erlebe, dann mache ich das immer so, dass ich mir dazu Notizen mache. Das heißt, ich mache mir eine kurze Memo ins Handy, was an diesem Einsatz jetzt so besonders war. Und an diesen einen ersten, den ich euch jetzt erzähle, kann ich mich auch sehr gut erinnern. Das ist ein sehr witziger Einsatz. Schon die Alarmierung ist sehr besonders. Und zwar wurden wir als Krankentransport alarmiert zu einem Kaufhaus. Und hier steht auf der Einsatzmeldung gegenüber von diesem Kaufhaus im Gebüsch, in Anführungsstrichen unten ohne, soll nach Hause als Selbstzahler. Gut, das ist jetzt eine Einsatzmeldung, die auch nicht so alltäglich ist, dass da irgendjemand unten ohne im Gebüsch vor einem Kaufhaus auf einen wartet. Was war dort passiert? Dieser Patient, ja, der hatte aus irgendeinem Grund abgeführt, Durchfall, was auch immer, und hatte sich wirklich komplett die Hosen voll gemacht, muss man einfach sagen. Und ihm war das sehr, 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 sehr peinlich. Dieser Patient konnte halt auch nicht andere Verkehrsmittel nutzen, um nach Hause zu kommen. Der Patient selber hat gesagt, es wird kein Taxi nehmen, das ihn in diesem Zustand nach Hause fahren wird. Und er möchte auch nicht Bus und Bahn fahren und hat deswegen ja dementsprechend uns als Krankentransport alarmiert, um nach Hause gefahren zu werden. Die Situation vor Ort war dementsprechend wirklich so, dass er im Gebüsch hing und wir ihn erstmal suchen mussten. Und als wir ihn dann gefunden hatten, hat sich dann die Situation dementsprechend aufgeklärt. Und er bat uns dann darum, ob die Möglichkeit bestünde, dass er wenigstens in irgendeiner Weise frische Unterwäsche bekommen könnte. Und dann haben wir uns im Team angeguckt und natürlich gefragt, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen? Und dann hat er uns tatsächlich ein bisschen Geld gegeben, damit wir in das besagte Kaufhaus, vor dem wir standen, reingehen. Für ihn zwei, drei Unterhosen, frische Unterhosen kaufen, sodass er wenigstens die anziehen konnte, um dann halt nicht komplett unten ohne von uns da aus dem Gebüsch geholt zu werden. Es war natürlich auch reger Publikumsverkehr. Ich meine sogar, es war ein Wochenende, relativ viel los. Und es war halt eine sehr skurrile und peinliche Situation. Also sind wir dann erstmal da in dieses Kaufhaus gegangen, haben ihm drei Unterhosen gekauft. Ich glaube, ein bisschen feuchtes Toilettenpapier haben wir dann auch noch geholt, sodass er sich etwas sauber machen konnte. Hat sich dann eine frische Unterhose angezogen und wurde dann von uns nach Hause gefahren. Also wirklich, ja, skurriler Einsatz. Ein weiterer sehr skurriler und in diesem Fall auch ja, recht gefährlicher Einsatz, an den ich mich gut erinnere, war, ich glaube, es war relativ früh an einem Morgen. Der Dienst hatte gerade angefangen und wir wurden als RTW alarmiert zu einer Privatwohnung. Und dort hieß es irgendwie, dass es um häusliche Gewalt oder Ähnliches ging. Also sind wir da hingefahren, haben den RTW vor der Haustür geparkt, sind dann dementsprechend mit unserem Notfallequipment hochgegangen in ein höheres Stockwerk, welches weiß ich jetzt nicht, ist auch irrelevant. Und als wir dann bereits unten geklingelt haben, um dann die Treppe hochzukommen, wir waren noch gar nicht richtig vor der Wohnungstür, da kam dann eine Frau mit einem Kind dementsprechend aus
der Haustür rausgelaufen. Und meinte nur so zu uns, pst, seien Sie bitte leise, seien Sie bitte leise, mein Mann hat eine Waffe, mein Mann hat eine Waffe. So, und wenn das Wort Waffe im Rettungsdienst fällt, dann gehen alle Alarmglocken an, zumindest bei mir. Also sind wir schleunigst runtergelaufen in den Rettungswagen und haben die Patientin und das Kind dementsprechend dort eingeladen. Und dann habe ich den RTW direkt dementsprechend ein paar Ecken weitergefahren, um aus der akuten Gefahrlage heraus zu sein. Zu dem Zeitpunkt war auch die Polizei noch nicht mit aus, meine ich zumindest. Auf jeden Fall war sie noch nicht vor Ort. Und ich hatte halt die ganze Zeit Sorge, dass dieser Mann, der da noch in der Wohnung mit der mutmaßlichen Waffe sitzt, dass der irgendwie durchs Fenster uns ins Visier nimmt und dann auf den Rettungswagen schießt. Das war eigentlich so meine Sorge. Deswegen ging das dann auch, wie ich finde, alles relativ zack, zack, schnell ins Auto rein. Ich mich dann vorne hinter das Steuer geschwungen und den Rettungswagen zwei, drei Straßen weiter um die Ecke gefahren. Und das war, ich habe halt immer wieder am Steuer sitzend besorgt, nach oben geguckt, ob sich dort an diesem Fenster irgendwas tut. Das tat es Gott sei Dank nicht. Es ging dann da um irgendeine häusliche Gewalt und ich weiß auch nicht mehr, was für eine Waffe, ob es jetzt eine Schreckschusspistole war, ob es jetzt ein großes Messer war, irgendwas kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber das war wirklich einer der wenigen Momente in diesen ganzen Jahren, die ich im Rettungsdienst arbeite, wo ich wirklich Angst nicht nur um mich hatte, sondern auch um das Team und um die Patienten. Das bleibt hängen, tatsächlich. Es gibt ja so Zeiträume und Gebiete in Städten, wo mal ab und an ein Feuerteufel wütet. Und ganz gern genommen im städtischen Bereich ist es natürlich, dass irgendwo regional begrenzt PKWs angezündet werden, aus welchen Gründen auch immer. Und darum geht es auch in diesem Einsatz oder in dieser skurrilen Situation. Es war in einer Nachtschicht und es war gerade die Zeit und der Bereich, in dem auch dort durch die Presse ging, dass vermehrt PKWs angezündet wurden und abgefackelt sind. Und wir sind im Team, ich bin mit meinem Kollegen gerade von einem Einsatz wiedergekommen. Wir sind gerade vom Krankenhaus Richtung Rettungswache gefahren. Und kurz vor der Rettungswache fahren wir an so einer Seitenstraße vorbei und ich gucke so im Vorbeifahren nach rechts aus dem Fenster und meinte dann so zu meinem Kollegen, du, ich glaube, da brennt irgendwas. Also der Kollege guckt mich ganz ungläubig an und sagt, wie, da brennt irgendwas? Und ich so, ja, irgendwas war da komisch, lass uns nochmal umdrehen und hinfahren. Umgedreht, hingefahren und es war tatsächlich so, dass dort ein PKW am Gehweg stand und der über dem hinteren rechten Rad, meine ich, mich zu erinnern, angefangen hat zu brennen und dieses Feuer jetzt dementsprechend dabei war, das ganze Auto zu vereinnahmen, zumindest erstmal den Heckbereich. Und wir haben dann natürlich dementsprechend erstmal die Feuerwehr alarmiert, haben uns Helme aufgesetzt, dann den Feuerlöscher aus dem Rettungswagen genommen und dementsprechend versucht, diesen Brand zu löschen oder zumindest etwas einzudämmen, was uns in der Gänze nicht gelungen ist. Das heißt, wir mussten dann das Eintreffen der Feuerwehr und auch der Polizei natürlich auch abwarten, sodass dann dieser Brand gelöscht werden konnte. Spannender Einsatz bzw. eine spannende Situation, dass man mal selber Ersthelfer bei einem Brandschutz ist. Manchmal gibt es Tage und Schichten, die laufen halt einfach. Da passiert nichts Außergewöhnliches, ein recht normaler Tag im Rettungsdienst. Und dann gibt es wiederum Tage oder Schichten, in denen läuft gar nichts und es passiert eine komische Situation nach der anderen. So auch in diesem Einsatz. Es war mal wieder in einer Nachtschicht. Ich finde, nachts passieren manchmal sehr skurrile Sachen, warum auch immer. Vielleicht war Vollmond oder so, ich weiß es nicht mehr.
Wir waren am Einsatzort, haben eine Patientin in den RTW eingeladen und wollten mit ihr in das Krankenhaus fahren. Ich habe dann versucht, den Rettungswagen zu starten und es tat sich nichts. Ich habe es nochmal versucht und nochmal versucht und nochmal versucht und es tat sich nichts. Ich habe mehrfach den Notstart, den es ja in jedem Rettungswagen gibt, bemüht und es tat sich nichts. Der RTW ist einfach nicht angesprungen. Gut, kann passieren. Ja, was macht man in so einer Situation? Man funkt natürlich die Leitstelle an und sagt, wir haben ein technisches Problem. Schickt uns bitte einen weiteren Rettungswagen, der dann den Patienten übernehmen kann, sodass wir uns um unseren kaputten Rettungswagen kümmern können. Habe ich auch in dieser Situation gemacht. Ein anderer Rettungswagen war auf dem Weg zum Einsatzort. Irgendwann, nach mehreren Versuchen, war es dann tatsächlich so, dass der Rettungswagen angesprungen ist und wir den Patienten ins Krankenhaus transportieren konnten. Das heißt, ich habe über Funk wieder Bescheid gesagt, dass unser Rettungswagen doch angesprungen ist und dass der sich auf Anfahrt befindende Rettungswagen wieder beidrehen kann, nicht vonnöten ist. Dann sind wir die Patientin ins Krankenhaus gefahren. Und am Krankenhaus war es dann so, man muss dazu sagen, das ist schon ein paar Jahre her. Es ist ein etwas älterer Rettungswagen gewesen und in der älteren Generation der Rettungswagen war es noch nicht so, dass es eine Motorweiterlaufschaltung gab. Kurz erklärt, was ist eine Motorweiterlaufschaltung? Das heißt, der Motor läuft einfach weiter. Man kann den Schlüssel trotzdem aus dem Zündschloss abziehen und den Rettungswagen mit der Funkfernbedienung verriegeln. Und der Motor läuft halt trotzdem weiter und das Auto ist abgeschlossen. Der Rettungswagen hatte das leider noch nicht. Das heißt, vor dem Krankenhaus, vor der Notaufnahme, stand ich jetzt vor der Misere. Was mache ich jetzt? Mache ich den Motor aus? Und riskiere damit, dass wir vor der Notaufnahme nicht mehr wegkommen, weil der Rettungswagen wieder nicht anspringen wird. Oder lasse ich halt einfach den Motor mit gestecktem Schlüssel laufen, damit wir dann auch dementsprechend wieder an die Rettungswache fahren können. Ich habe mich für Option Nummer 2 entschieden. Würde ich heutzutage auch überhaupt nicht mehr machen, aber so war es damals halt. Was soll man machen? Wir haben dann den Patienten entsprechend ausgeladen, in die Notaufnahme gebracht. Ja, und als wir rausgekommen sind, stand der Rettungswagen noch da. Ja, wurde also nicht geklaut, was man jetzt vielleicht vermuten mag. Nein, er lief auch noch, also ist auch nicht ausgegangen. Aber als ich gerade dann die Trage hinten wieder einladen wollte, habe ich gesehen, dass eine Person irgendwie am Rettungswagen war und weggelaufen ist. Ich dann natürlich entsprechend um den Rettungswagen rumgelaufen und habe dann gesehen, wie jemand mit dem Rucksack aus dem Rettungswagen und der Tasche mit den Stiffnecks, mit den Halskrausen, entsprechend über den Hof des Krankenhauses weggelaufen ist. Ich natürlich in dieser Situation alles stehen und liegen lassen, alles fallen lassen, bin dieser Person hinterhergelaufen, habe ihr hinterhergeschrien, dass sie stehen bleiben soll, dass sie die Sachen sofort loslassen soll, was das soll, warum man uns beklaut. Der Rucksack wurde dann tatsächlich von der Person fallen gelassen, offensichtlich, weil es einfach mit Rucksack laufen ziemlich schwer ist und der Rucksack entsprechend auch etwas schwerer war natürlich. So dass diese Person dann nur mit der Stiffneck-Tasche abgehauen ist. Auch wieder eine skurrile Situation, die natürlich nur in Nachtschichten passieren kann. Dementsprechend haben wir dann die Polizei angefordert. Ich natürlich auch völlig entgeistert erstmal zu meinem Kollegen gerannt und ihm von der Story erzählt. Wir dann rausgegangen, erstmal am Rettungswagen geguckt, ob noch weitere Sachen fehlen. Wir haben uns einmal schnell den Rucksack angeguckt, ob da irgendwas fehlt, insbesondere an Medikamenten oder so. Aber der war vollständig. Was jetzt halt fehlte, war die Stiffneck-Tasche mit den Halskrausen. Die Polizei kam erstaunlicherweise relativ zügig, sogar sehr zügig an. Und was kam dabei raus? Also das Krankenhaus, was wir angefahren sind, hat dementsprechend auch eine Klinik für Psychiatrie mit auf dem Gelände. Und dort ist ein auffälliger Patient stiften gegangen und offensichtlich über dieses Krankenhausgelände gelaufen. Und das Klinikpersonal von der Psychiatrie hatte entsprechend auch schon die Polizei informiert, um nach diesem Patienten zu suchen.
Und ja, letzten Endes habe ich ihn dann an unserem Rettungswagen gefunden, als er dementsprechend die Sachen klauen wollte und damit abhauen wollte. Die Polizei war auch mit Spurensuchhunden entsprechend vor Ort, sodass die dann einmal die Fährte aufgenommen haben. Und wir haben dann zumindest nach ein paar Minuten Suche auf dem Krankenhausgelände unsere Stiffneck-Tasche wieder gefunden, in der natürlich auch noch alles drin war und nichts weiter geklaut war. Ja, nur von dem Patienten war halt keine Spur in dieser Sekunde. Ich weiß auch nicht, ob die Polizei ihn dann noch in der Nacht da weiter gefunden hatte. Für uns war nur wichtig, dass wir unser Material wieder hatten und entsprechend an die Wache fahren konnten, um uns dann um den potenziell immer noch defekten Rettungswagen zu kümmern. Also eine sehr verworrene Story. Sowas strengt auch an. Gerade Nachtschichten sind ja sowieso anstrengend. Und wenn man dann noch so viele Erlebnisse hat, Auto springt nicht an, es werden einem Sachen geklaut, Polizei, hier, da, dies, das bleibt einem im Kopf. Wetter, Wetter, Wetter. Und in dieser Geschichte geht es um das Wetter. Es war ein bitterkalter Februartag, Anfang Februar meine ich, schon ein paar Jahre her. Und in der Stadt, in der ich dort im Rettungsdienst gearbeitet habe, ist sehr, 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 sehr viel Schnee gefallen an diesem Tag oder in der Nacht davor. Und es gab dementsprechend auch sehr viel Eis, Blitzeis, Glatteis auf den Straßen. Und ich hatte eine Frühschicht und wir sind schon sehr, sehr, sehr viel gefahren in dieser Frühschicht, waren dann gerade einmal ein paar Minuten an der Wache, als dann wiederum der Melder ging und wir die nächsten Alarm bekommen haben. Und als ich dann auf die Einsatzmeldung und die entsprechende Einsatzadresse geguckt habe, konnte ich erst meinen Augen nicht trauen. Parallel dazu hat dann auch das rote Telefon an der Wache geklingelt, die Leitstelle war dran und meinte so zu mir, es tut mir wirklich leid, dass ich euch dafür alarmiere, aber ich habe einfach keinen anderen Rettungswagen. Was war nun passiert? Wie so oft an diesem Tag, wir hatten auch schon ein paar Einsätze dieser Art, sind natürlich Menschen auf diesem Glatteis ausgerutscht, gestürzt und hatten entweder irgendwelche gebrochenen Extremitäten oder Prellungen oder Kopf angeschlagen oder sonst irgendwas. So auch in diesem Fall. Ein Patient ist auf einem Parkplatz auf einer Eisfläche ausgerutscht und hatte jetzt Schmerzen in der Hüfte. Nichts Ungewöhnliches bis dato. Das Problem war, dass der Einsatzort tatsächlich am komplett anderen Ende der Stadt war. Und die Stadt, von der ich hier spreche, ist keine kleine Stadt. Es ist eine der größten Städte in Deutschland. Ja, das war eine spannende Anfahrt. Also von Rettungswache bis zum Einsatzort waren es um und bei, ich glaube, 26, 27 Kilometer quer durch die Stadt bei starkem Schneefall und Glatteis. An diese Anfahrt erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Sie hat lange gedauert. Sie hat sehr lange gedauert. Auf ungefähr der Hälfte des Weges hat uns die Leitstelle dann nochmal angefunkt und gefragt, wie lange wir dann noch benötigen. Der Patient würde nachfragen, wo wir dann bleiben würden. Wo wir dann gesagt haben, ja, wir geben unser Bestes. Es sind aber immer noch 13 Kilometer bis zum Einsatzort. Es ist halt einmal quer durch die Stadt. Und natürlich kann man dann auch bei so einem Wetter mit Glatteis und Neuschnee einfach nicht schnell fahren, wie man es halt im Sommer vielleicht machen würde, sondern man muss sehr, 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 sehr vorsichtig fahren. Man möchte natürlich weder sich noch andere in Gefahr bringen. Und wir haben sehr, sehr lange gebraucht. Ich glaube insgesamt 35 Minuten, 40 Minuten, bis wir am Einsatzort waren. Ja, in ein und derselben Stadt. Das war schon spannend. Der Patient hat uns dann auch in Empfang genommen und nur gefragt, Mensch, ob dann heute sehr viel los sei, weil er jetzt sehr, sehr lange gewartet hat und wir uns dann auch nur entschuldigen konnten und meinten, tut uns sehr leid, wir kommen leider vom anderen Ende der Stadt, haben sehr, sehr lange hierher gebraucht, weil wir natürlich auch nicht sehr schnell fahren können und haben ihn dann versorgt und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Das war ein sehr spannender Einsatz, ein sehr spannender Tag, ein sehr arbeitsreicher Tag. Ich glaube sogar, als wir uns dann an diesem Krankenhaus freigemeldet haben, was immer noch am anderen Ende der Stadt war, haben wir dann wieder einen Einsatz bekommen am anderen Ende der Stadt, also in der Nähe der Rettungswache,
weil offensichtlich keine anderen Rettungsmittel verfügbar waren. So ging es dann weiter, aber ja, es war schon harter Tobak für diesen Tag. Das waren ein paar Geschichten von mir heute in diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sowas Ähnliches auch schon mal erlebt. Oder vielleicht habt ihr auch andere spannende, skurrile, lustige, traurige Geschichten, was auch immer, in eurem Arbeitsalltag erlebt. Dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr im Laufe eurer Karriere schon für Einsätze erlebt habt, die euch im Kopf geblieben sind. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob euch so ein Video generell gefällt, ob ich vielleicht nochmal ein oder zwei weitere Teile machen soll mit weiteren Geschichten. Ja, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr immer up to date seid und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich dann auch, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao!